Und mit sehr lauter Musik hören wir uns wieder. Hallo Freunde, da bin ich wieder, glaube ich, über Steuerrang, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir mal kurz in unser Haus gucken, was hier so abgeht. Stone kommt natürlich bei Stein rein. Wolle bleibt da. Haben wir hier irgendwo noch Dirt rumliegen? Bitte sagen wir, wir haben kein Dirt mehr. So eine Scheiße. Müssen wir jetzt Dirt noch klatschen gehen? Digga, ich gebe ihm voll Klatsche. Dafür müssen wir aber erstmal noch mal ein bisschen Eisen und eine Spitzhacke bauen. Ich glaube, ich lasse nächstes Mal die Musik einfach mal weg, weil die mich wirklich einfach nur stört. Es ist echt störend. Was meint ihr dazu? Schreibt's doch. Nein, ich fange jetzt gar nicht erst damit an. Dann ist echt niveaulos, nach Kommentaren zu betteln. Und sowas machen wir ja nicht, das Smiley und ich. Wir sind ja. Wir haben ja ein hohes Niveau. Haha. Weil ich muss direkt mal an den Lautsprechern, an den Kopfhörern die Musik leiser stellen. Oder einfach rein weitermachen. Das wird auch sehr viel leiser. Ein Moment. So. Ah, das ist eine schöne Hauswand, echt. So, wo können wir denn Dirt klatschen gehen? Ich würde sagen, das machen wir hier hinten irgendwo. Dann machen wir uns. Aua. Nicht, nochmal. Und hier uns einfach in so ein. Hier, damit keiner es sieht. Und, natürlich. Um uns einfach hier rein, um das Dirt abzubauen. Mit sehr aggressiver Musik. Die wahrscheinlich jeder von euch mag. Außer ich. Und natürlich habe ich diesmal kein Thema bereit. Aber letztes Mal waren wir bei dem Thema mit Superhelden und so. Mein Lieblings-Superheld, naja, er ist eigentlich kein Superheld, er ist eher so ein Supermonster. Hulk! Ich finde das immer am geilsten, wie er so grün wird. Da kriegt Grün von Neid eine neue Bedeutung. Nee, aber ehrlich, ich finde das so übertrieben ist geil. Wir dann so, habt ihr The Avenger geguckt? Das ist doch mal ein geiler Film, oder? Wie Hulk da so am Ende, oder als er noch nicht Hulk war, sondern als er noch menschlich war, gesagt hat, hier, ich sage meinen kleinen Trick, ich bin immer wütend, und dann haut er voll auf diese Riesenkreatur rauf, das ist so geil gewesen. Das ist einfach geil. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen. Ach, da sehe ich gerade Kohle. Bin ich auch eben gar nicht dran vorbeigelaufen. Das sieht natürlich jetzt vollkommen krüppel hier aus, aber ist halt unsere Gegend, wo wir das die ganze Scheiße hier halt abbauen. Das macht mich voll aggressiv. Nein, ich bin ganz ruhig. Ganz. Alles wird gut. Ah, endlich. Was kommt jetzt? Ah, entspannte Musik. An einem entspannten Freitagmorgen um 8:45. Ach, ist das schön. Und noch mehr Kohle. Das gefällt mir doch. Heute ist der 5. Ich habe so einige Ideen für ein Special bei der Folge 50. Mal gucken, ob ich davon noch eine umsetzen kann. Werde ich aber nochmal alles natürlich mit Smiley besprechen, weil das kann ich nicht alleine machen. Ist ja für unsere beiden Kanäle, ne? Also, vielleicht werde ich bald auch anfangen. Immer diese vielleicht, ne? Ich werde bald anfangen mit, auf meinem Kanal, spricht Rassi LP, ein bisschen Werbung machen, mit. Nein. What the fuck? Scheiße. Mit, vielleicht ein Commentary, vielleicht auch nicht, von Battlefield 3.
Aber erstmal nur im Multiplayer, weil ich den Einzelspieler ehrlich gesagt ein bisschen scheiße langweilig finde. Und der Multiplayer einfach viel mehr Spaß bringt. Also, es ist meine persönliche Meinung. Und wenn sie ihnen nicht gefällt, dann lecken sie mich doch am kreuzweise am Arsch. Nein. Jetzt, wo Smiley nicht da ist, merkt ich, benutze auch mal ein paar Vulgärausdrücke, ja. Ich finde, das ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht übertreibt, yo, Motherfucker und so. Nein. So, ich glaube, wir machen jetzt nicht die ganze Folge nur hier Erde-Klatscher-Klatscher, sondern wir machen gleich noch was Vernünftiges wie Sand-Klatscher-Klatscher. Gehen wir jetzt mal raus, gucken uns die Scheiße mal an, die wir gerade gemacht haben. Das sieht aus wie bei mir zu Hause. Was war das? Aber wir haben jetzt Dirt. Dreckige Sachen haben wir jetzt, ja. Damit werden wir erstmal die Löcher zustopfen, die wir hinterlassen haben auf unserer Reise durch die Sandgruben hier. Oh nein, nicht damit anfangen. Ich sag jetzt nicht, ich hab den Sand. Oh, scheiße. Darf ich gleich nochmal den Sand holen? Bitteschön. Das ist auch nur, weil gerade du zuguckst, ist deine Schuld. Ja. Bitte guck weg. Nein, nein. Darfst ruhig noch ein bisschen länger zugucken, wie mein Niveau sinkt und sinkt. Ich spreche gar nicht zur Musik. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch beschlossen. Gott, ey. Habe ich wahrscheinlich beschlossen. Sag mal, Junge, geht's dir noch gut? Habe ich beschlossen, dass ich vielleicht die nächste Folge ohne Musik machen werde. Mal gucken, wie das klappt. Es klappt ja mit Smiley auch recht gut. Man sieht sich Let's Be Creative Folge 5 an. aber müssen wir nochmal gucken. Ich bin dazu jetzt nicht fest entschlossen, aber ich bin auch nicht so ganz davon abwegig. Oder wie sagt man das? Ah, Cool Wives. Drink Cola. Was? Schon wieder Werbung gemacht? Hier wieder eine entspannte Runde Minecraft. Mit meinem lieben Kumpel, der Schaufel, und meinem besten Freund, dem Schwert. Falls Sie auch mal Bekanntschaft mit meinem Schwert machen wollen, rufen Sie doch an. 3-mal die 5, 4-mal die 6 und noch 20-mal die 0. Dann landen Sie direkt in meiner Kundenhotline und können sich einen Schwertklatscher abholen. Was? Oh Gott. Das fängt ja gut an. So ein Quatsch. Warum hält mich keiner auf? Das ist doch peinlich, ey. Mann. Bitte, YouTube, sperrt das Video. Ich möchte nicht schämend zugrunde gehen. Ich möchte noch mit ein bisschen Stolz und Ehre hier rausgehen aus dem Let's Play. Aber es wird hier wohl nichts. Hier wird alles angesprochen. Nein. Jetzt können wir unseren Dirt, unsere Scheiße wieder in die Box packen. Und dann müssen wir gleich nochmal Sandklatschen gehen. Da freut sich doch jeder drüber. Der liegt falsch. Aber es weiß keiner. Oh, das ist so nervig gerade, dass wir so viel Ressourcen brauchen. Deshalb spiele ich ja lieber im Creative-Modus. Ja, ich weiß, Mann, ich Noob und No-Player und so. Aber da geht das Bauen einfach viel schneller. Weißt du? Auch das Abbauen übrigens. Guck, jetzt müssen wir erstmal hier wieder rüberlaufen. Bisschen Sand abbauen. Und unsere Sandstation ist da fast weg. So eine Scheiße. Klack, 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 klack. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich in einem Let's Play gehe. Oder gehe. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich habe hier übrigens eigentlich einen Bot gerade laufen und rede nur. Ne? Also, nicht wundern, wenn der irgendwas macht, was ich gar nicht möchte. Der macht hier alles selber.
Der baut ja auch die ganzen Sachen. Also das machen eigentlich nicht Smiley und ich, sondern wir reden nur dazu, was der Bot hier macht. Falls ihr auch mal Vorschläge für so ein Mod oder so habt, ne? Dann rein damit in die Kommentare oder in der PN. Dann den Sandstone auch nochmal mit. Den Sandstone. Das geht aber tief mit dem Sandstone, ne? Ja, das muss Smiley nochmal ändern mit den scheiß Texturen da. Mensch, Smiley. Kannst du nicht auch mal einmal was richtig machen? Alter Schwede. Das geht so nicht weiter mit dir, weißt du? Das, nee, das ist einfach unter aller Sau. Das kann ich mir hier nicht bieten lassen. Ich dachte, wir wollen hier ein sehr professionelles Let's Play machen. Und da kann nicht sein, dass du hier Sachen vom Gronkh benutzt, ja? Wenn, dann muss alles von uns sein. Wir dürfen auch nichts abgucken und sonst was. Wir müssen alles selber erfinden. Unsere Crafting-Rezepte haben wir ja schon teilweise selbst erfunden. Und die Musik, die müssen wir auch selbst erfinden, ja. Weil Musik sich ja auch erfinden lässt. Ich lausche gerade angestrengt der Musik. Weil ich es interessant finde, was für eine Scheiße sich manche Leute reinziehen. Und was für eine Scheiße wir in der Playlist haben, mal ganz ehrlich. Das ist doch keine Musik. Das ist Rumgeklopfe in der Küche, auf die Töpfe und so. Aber das ist doch keine Musik, ey, ganz ehrlich. Hört ihr dieses Klopfen? Das ist doch einfach nur rumgeklopft. Ah, Dirt. Ich kenne die Melodie auch nicht, deswegen kann ich nicht dazu singen. Zum Glück für euch. Sonst hättet ihr schon längst Ohrenkrebs bekommen. Wie ihr seht, schaffe ich uns gerade eine neue Mine. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, ne? Wir brauchen das Geld, Josef. Ja, wir brauchen das Geld. Wer ist Josef? Ich glaube, das hat sich Smiley auch gerade gefragt. Hä, wer ist Josef? Ja, das ist ein sehr guter Kumpel von mir, den ich leider nicht kenne. Der Josef. Der war auch früher immer mit Maria zusammen, aber ich kenne ihn nicht mehr persönlich. Wir skypen nur noch. Ja. Da frage ich mich gerade, sind wir wieder bei Gott? Lebt Gott eigentlich mit hier auf dieser Erde? Würde mich mal so interessieren. Oder auch, hat er Internet? Hat er Skype? Dann können wir mal Gott einschreiben und fragen, ob er mit dem Let's Play mitmachen möchte. Oh, das ist eine witzige Vorstellung. Heute als Sondergast haben wir Gott dabei. Ein sehr gesprächiger Kerl, schon etwas älter. Oh, das wäre einfach nur genial. Müssen wir mal machen. Ja, das ist meine, jetzt haben wir eine Idee. Oh, wir haben schon viel dabei. Weil Smiley und ich ja zusammen nicht mit der Parodie vorankommen, ne? Werde ich mal den Smiley fragen, ob er vielleicht für mich eine Parodie schreiben kann. Nur für Bill ich. Weil er auch in Kanada ist und dann rübersimsen. Oder rüber skypen. Oder ist noch einer. Und dann singe ich das hier in meinem Mikro. Und hört sich das ungefähr so an. Ja, und so eine Scheiße hört ihr euch an. Na, ihr hört doch auch bei Titi, ne? Also, großer Unterschied ist ja nicht mehr. Nein. Ich werde jetzt hier auch nicht beleidigen werden oder so. Ich gucke ja auch die Videos von White Titi. Obwohl, im Moment eher weniger. Im Moment mehr so Musikvideos Alexi Baxi. Weil, ich finde es einfach genial, wie er die Texte ins Deutsch übersetzt. Zum Beispiel, Whoop, what Gundam Style. Übrigens ein scheiß Lied. Und,
das dann auch so geil wie er singt. Er hat da so eine richtige Stimme fürs Fernsehen, ne? Finde ich. Also, das ist so eine richtig geile Fernsehstimme. Vielleicht sollte er Sänger werden, ne? Ich stelle mir gerade vor, Lexi Bexi auf dem roten Teppich geht da so längs. Ach, das ist lustig. Ich weiß gar nicht, warum den Cobblestone gerade hier ein bisschen abbaue, aber es sieht schön aus, sagen wir mal so. Jetzt nur noch gleich die Frage, wie kommen wir hier raus? So, den Klotz in der Mitte lasse ich einfach mal. Hier muss noch ein bisschen. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nee, das passt nicht. Dann machen wir einen hier weg. Weil ich möchte das hier so in der Mitte ein bisschen stehen lassen. Das sieht dann geil aus, wenn wir noch tiefer gehen. Das ist so ein Berg in der Mitte, der so hochguckt. Sieht zwar jetzt scheiße aus, aber. Wann sieht etwas nicht scheiße bei Smira LP aus? Also. Das ist hier die Frage. Wann sieht etwas nicht scheiße bei Smira LP aus? Wahrscheinlich, wenn es nicht scheiße aussieht. Ja. Und das war die. Oh, das war aber knapp. Ich werde jetzt noch ein bisschen. Komm. So. Ich werde jetzt noch ein bisschen grasen. Also sprich, die Stängchen hier. Die Reste aufsammeln. Weil auch gar nichts daneben gegangen ist. Und hier einfach anbauen. Ist doch nochmal praktisch, was, Leute? Hättet ihr so wahrscheinlich nicht gemacht. Hey. Damit wäre unsere Zeit auch schon fast schon wieder über. Liegt da was? Oh, ich hab da einen weggehauen. Wir sind jetzt schon bei 17 Minuten. Wir werden jetzt einfach nochmal uns hier hinstellen. Das Hütchen. Eisen? Kohle? Warum haben wir die nicht abgebaut? Mein Gott. Sind wir faul. Hey, das war intelligent. Jetzt bin ich schneller rausgekommen. Hahaha. Na, komm. Ha, da kam jetzt eins raus. Cool. wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.